Zugsicherheitstür wurde durchbrochen. Ja, du bist gerade erfolgreich in die Kaserne eingebrochen. Es wäre lustiger gewesen, wenn die Betten alle voll gewesen wären mit Wachen und die dann alle gleichzeitig zur Tür geguckt hätten. Das wäre skurril. So, du wirst verwirrt. Sogar relativ erfolgreich. Jetzt können wir das Ganze mal live beobachten. Also Wut ist ziemlich voll. Und 2 Punkte noch. Da ist schon der nächste. Ja, eine komische Frisur. So, 0 Aufmerksamkeit. Wut ist immer noch komplett. Okay, jetzt müsste eigentlich ein neuer Bediensteter kommen und ihn aus der Basis rausgeleiten. Oh, ist die Wut gerade runtergegangen? Ich hätte schwören können, in meinem Augenwinkel wäre gerade eine Bewegung gewesen. Aber nee. Das hätte ich mir sonst auch noch vorstellen können. Dass wenn die in diesem Kopfkratzzustand sind, dass das dann ganz langsam runtergeht. Na komm schon, wo bleibt seine Eskorte? Alle gehen an ihm vorbei. Nee. Genau, du wurdest raus eskortiert. Du hast aber keine Wut gehabt. Ich hätte jetzt gerne als Gegenbeweis jemanden, der draußen steht, sich am Kopf kratzt und noch Wut hat. Aber da finde ich gerade keinen. Was ja eigentlich eher dafür sprechen würde. So, die ganzen Soldaten werden auch abgefangen. Ah, er wird rausgebracht. Sehr schön. Seine Wut ist immer noch genauso, wie sie vorher war. Also bei 3/4. Meine Hoffnung ist jetzt, wenn er ganz draußen ist... Na komm, schubst ihn ein bisschen. Wenn er ganz draußen ist, dass er dann plötzlich alles verliert. Warum auch immer. Dürfte nicht mehr sehr weit sein. Raus. Ah, doch. Ein Stück ist es noch. Und er muss durch die ganze Mauer aus Kamadinan durch. Und ein Pair-Manager. Das wird noch eine ganze Ecke dauern, bis die alle ausgebildet sind. Weil wir haben ja nur ein von diesem Studio. So, so. Seine Wut ist weg. Leute, seine Wut ist weg. So viel dazu. Wir brauchen keine PR-Manager. Und die Aussage war auch falsch, dass wenn die Aufmerksamkeit auf Null fällt, dass nicht die Wut gesenkt wird. Sehr schön. Wieder ein Beweis mehr. Dafür betreiben wir ja Forschung. Für Beweise. So, du stehst auch. Sehr gut. Weltkarte. No, du bringst den armen Techniker um. Womit auch immer. So, ihr schnappt euch jetzt ganz schnell den Quantenphysiker. Was warst du? Ein Biochemiker mit einer roten Schleife im Gesicht? Oder sollen das irgendwelche Gläser sein? Okay, den brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Nochmal 4 Arbeiter, 3 Techniker, 1 Wissenschaftler. Was kriegen wir hin? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1 und noch 1 Söldner, 1 Kung-Fu-Kämpfer. So, das müsste reichen. War ja, glaube ich, auch nur Sicherheitsstufe 2. Oh, da ist jemand gestorben. Oder sogar ein paar mehr. Ja, 2 Arbeiter sind gestorben, 1 Techniker ist gestorben und der Wissenschaftler. Nicht gut, aber der ist auch gleich fertig. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und... World News! Nicht schlecht, nicht schlecht. So, ihr, also wieder nach Hause. Elektronenmikroskop, jetzt erhältlich. Wahrscheinlich im Ausbildungszentrum. Tada! Da. Du brauchst gar nicht mal so viel Platz, das ist gut. Dann kommst du direkt neben den Dojo. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Damit die Wissenschaftler in dem Schießstand trainieren und die Quantenphysiker direkt neben der Kampfschule. So, als Abschreckung so. Genau, und das ist der Knackpunkt. Wir haben nur ein so ein PR-Studio.
Und da sollen jetzt 25 PR-Manager ausgebildet werden. Was wir aber ja gar nicht mehr brauchen, was wir gerade festgestellt haben. Also setzen wir das mal wieder runter auf 20, das mal wieder hoch auf 20. Diplomat kann auf 3 bleiben. Ja. Na gut. Dann. Ich dachte schon, Kane starrt auf den Geldschein. Das würde mir ein wenig Sorgen machen. Genau. Forschung. Nichts Neues. Weltkarte. Ihr seid bei dem Biochemiker noch nicht dabei. Denn. Oh. Was fehlt denn? Achso, die Hälfte fehlt noch. Warum ist der Hubschrauber denn überhaupt los, wenn die Hälfte gefehlt hat? Also da müssen wir noch kurz warten. Dann gucken wir doch mal nach roten Punkten. Und da sehe ich schon welche. Ihr habt alle. Hier sind noch ein paar. Was haben wir da? Pampas-Saboteur. Mafia-Einbrecher. Und das war's. Und hier unten auch noch was Neues. So. Also, rote Punkte gekümmert. Wir haben das hier noch nicht gebaut. Gut, dass mir das noch einfällt. Ein Multimedia-Bildungsbereich. Braucht Zugang von beiden Seiten. Und hat ihn nicht. Na gut, dann halt. So. Achtung, nicht alle Zugangspunkte zum Objekt sind verfügbar. Das ist richtig, aber ein Zugangspunkt verfügbar und das reicht. So. Wo wir gerade dabei sind, was ich noch hätte vergessen können. Eindringling von Überwachungsnetzwerk erfasst. Nee, hier ist nichts Neues. Verhörstuhl, Sturmgewehrschrank, verstecktes Gewehrregal haben wir auch schon gebaut. Nee, hier ist auch nichts. Wir hatten noch irgend so eine Filmwand. Ich glaube, hier wird das dann reinpassen. Hm? Breitbildfernseher? Nein. Das sah recht wissenschaftlich aus. Also ein ähnlicher Flatscreen wie hier. Wahrscheinlich auch für die Wand. Nur halt wissenschaftlicherer. Hier vielleicht? Nö. Hier wahrscheinlich? Langsam gehen die Möglichkeiten aus. Achso, vielleicht für uns. Also fürs Genie selbst, dass er was zum Gucken hat. Nö. Oh, und wir haben hier noch Leute, die... Genau, du sollst verhört werden. Und ich hatte das bisher immer in dem Stuhl gemacht, weil ich dachte, man kann nur da die Leute konvertieren. Aber das geht wohl auch mit den anderen Sachen. Das heißt, er kommt jetzt mal in die Bücherpresse. Und der hier, das Ding bringt um, richtig? Eliminierungskabine, ja. Tötet nur, schade. Ich dachte, ich könnte ihn sofort in der Zelle da, wo er ist, quälen. Nee, dann kommst du jetzt mal. Was haben wir denn noch? Den Laser haben wir noch. Oh, das ist doch schick. Du mal dahin. Da bin ich schon gespannt. Nicht ernsthaft. Wir drohen ihr mit dem Laser als Verhörmethode und sie stirbt sofort am Herzinfarkt. Und was zur Hölle warst du? Warst du was Wichtiges? Ich hoffe nicht. Den Quantenphysiker haben wir da. Das ist einer von denen hier. Der da ist das. Ich hoffe mal, das war jetzt nicht einer von den dreien, der da gerade gestorben ist in der Zelle. Oder war das ein Bug? Also ich weiß, dass wenn Leute zu lange in der Zelle sind, dass sie dann fliehen können. Aber ich wusste nicht, dass sie auch sterben können. Okay, noch was für die Ausprobierenliste. Das heißt, wir sehen jetzt nur ihn, wie er von den Büchern zerquetscht wird. Oder eher gestupst wird. Weil zerquetscht werden darf er ja nicht, wir brauchen ihn ja noch. Eine Möglichkeit, Bediensteten etwas über die Welt beizubringen. Was könnte das darstellen? Ein Gefängnis? Oh, das könnte eine Stalin-Statue? Der Multimedia-Bildungsbereich erlaubt mehreren Bediensteten gleichzeitig ihre Klugheit aufzufrischen. Ah, okay. Also es ist eine Weiterentwicklung von den Tischen. So, wo ist der Gefangene?
ist der... ICF? Wo ist der Gefangene hin? Der muss doch hier den Gang lang gehen. Wir haben den Gefangenen verloren. Er wird schon wieder zurückgebracht? Was zur Hölle soll das? Bitte nicht in die Zelle, das ist... keine gute Idee. Ich glaube, die ist verbuggt. Hat nochmal spaßeshalber draufgetreten. Ha, oder wir haben es echt verpasst. Okay. Du nochmal verhören. Diesmal nicht zum Laser, sondern zu der Zentrifuge. Gibst du auch tot um bei der Nachricht? Nein, tust du nicht. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, und diesmal lassen wir dich gar nicht aus den Augen. Wobei das zeitlich nicht wirklich hinhaut. Dass die einmal ganz bis zum Bücherregal gelaufen sind, dann da rumgequetscht haben. Oh, rote Punkte. Denn da rumgequetscht haben und dann auch noch wieder zurückgebracht wurden. Aber gut. So. Du benötigst Hilfe. Kriegst du aber nicht. Und du siehst echt ein bisschen aus wie der Albert. Aber nur ein bisschen. Klicken Sie hier, um Informationen über das Touristenmenü zu bekommen. Touristenmenü? Nö. Will ich jetzt nicht wissen. Ich will gucken, was da passiert. Hochsicherheitstür wurde durchbrochen. Noch mehr rote Punkte. Kurz pausieren. So. Warum zum Teufel schießt die Anlage? Du hast jetzt aber nicht auf Albert geschossen, oder? Doch, hat er. Pause.